Yogi Bitter, Mimi Kraus. Zwei Männer, eine Aufgabe. Lieber Yogi, du baust bitte folgende Wörter oder Redewendungen in deine Kabineneinsprache ein. Erstens, Yogi Bitter, das bist du schuld. Heiner Brandt und Giraffengehege. So, mein lieber Mimi, für deine Kabinenansprache verwendest du bitte folgende Redewendungen bzw. Begriffe. Stau, Schlafkabine und ich war nicht wie Teppich. 5 Minuten Zeit zur Vorbereitung vor dem Showdown. Es gibt nur einen Versuch für die perfekte Ansprache. Das erste Duell geht an Mimi. Er entscheidet, wer anfängt. Ich. Jungs, kommt alle zusammen. Zuerst einmal, sorry für die Verspätung, ich stand gerade ein bisschen im Stau. Ja. Also es ist völlig egal, wir gehen jetzt da raus, brennen Feuerwerk ab und ich habe keinen Bock, dass irgendjemand aussieht, als käme er gerade aus der Schlafkabine. Ja. Und Jungs, Vollgas voraus, taktisch schön, eins nach dem anderen. Hinten Yogi, du hältst die Bälle schnell nach vorne. Und Jungs, nochmal was. Nicht zum Spiel, sondern ich mag jetzt vielleicht aussehen, als ob ich gestern um die Häuser gezogen bin, ja? Aber ich verspreche euch, ich war nicht wie Teppich. Okay, Jungs, auf geht's. Heute wichtiges Spiel, ja? Es geht um alles, wie unser alter Weltmeistertrainer schon sagte. Heute ist das wichtigste Spiel unserer Karriere, ja? Ich habe keine Lust, dass wieder irgendwelche Anschuldigungen hier heute rübergeworfen werden oder was auch immer. Jeder guckt nur auf sich. Jeder guckt nur auf sich, jeder ist für seine eigene Leistung verantwortlich. Ich habe keine Lust, dass du Mimi wieder sagst, Yogi Bitter, das bist du schuld. Darauf habe ich heute keine Lust. Ich mache mein Bestes, ihr gebt euer Bestes. Ich war heute Morgen extra in der Wilhelma. Ich habe mir angeschaut, was da abgeht. Ich habe mir angeschaut, was die Tiere machen. Ich war extra am Giraffengehege. Ich habe gesehen, wie diese Giraffenbullen kämpfen. Das will ich auch heute sehen. Also, auf geht's! Los! Ah! Wie ihr eben sehen konntet, haben wir keine Mühen gescheut und möchten jetzt natürlich auch wissen, welche Kabinenansprache hat euch eigentlich besser gefallen? Stimmt jetzt ab.